Oh, hallo liebe Freunde, wir spielen eine Runde Bed Wars mit euch zusammen auf dem lieben Hypixel-Server und wir snacken uns hier erstmal alles ab. Normalerweise würde ich jetzt anfangen, erst mich rüberbauen, da ich mein Team nicht kenne, das völlige Randoms sind. Erstmal einen Holzkasten als Sicherheit. Grundlage haben, den können wir uns gleich gerne rüberbauen, wenn der sich nicht alles wegsnackt. Wer ist das? E-Timot, gib mir ein paar Sachen ab. Denn wir wollen ja nicht lange zögern, wir wollen uns ja als grün beweisen. Oh, der nimmt sich meine Idee schon weg. Dann unterstützen wir ihn doch mal. Der Doppel hält besser. Wollen ja hier nicht runtergeschubst werden. Aber wir können diese Brücke nutzen, um uns rüber zu bauen. Und zwar genau so. Oha, oha. Unser Team hat schon ein Bett kaputt. Das sieht gut aus für uns, Freunde. Wir konnten unsere schönen Emeralds retten. Und wir haben sogar das Team von Rot ein bisschen mehr reduziert. Wo ist unsere Kiste? Die speichern wir uns. Denn diese Map ist noch ein bisschen ungewohnt für mich. Ich kann links rein, links einer, rechts einer. Aber das sollte uns nicht aufhalten. Wir ziehen uns hier noch ein paar Sachen rein. Ich brauche 40 für den Feuerball. Der wumpst richtig schön. So. Feuerball go. Rot. Oh, Rot ist schon weg. Nice. Da oben ist einer. Wir wollen unser Team nicht im Stich lassen. Ah, wir sind gestorben. Aber es macht nichts. Rot ist schon mal weg. Und wir haben dem ordentlich einen mitgegeben. Aber wir wollen ja auch nicht hier faulenzen. Taktik 2 ist gesagt. Wir bauen eine Brücke darüber. Und zwar eine hohe Brücke, dass wir noch ein bisschen Schutz haben. Jetzt leckt es rum. Ah. Das liebe ich. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht mal sterben. Okay, der ist verbuggt. Der ist nicht verbuggt, dann ist. Ist der verbuggt? Nein, dann ist der verbuggt. Egal, manchmal muss man in den sauren Apfel beißen, damit es funktioniert. Wir versuchen trotzdem unser Glück. Und er snackt sich mal wieder alles. Und wir haben so gut wie nichts. Wo werden wir beballert? Scheiß drauf.
Wir brauchen Upgrades. Können wir uns gerade nicht leisten. Ich baue uns eine Falle. Wir können uns einen Feuerball und einen TNT holen. Damit ist es uns möglich. Oh, hier hat einer vorgebaut. Das ist nice. Unser Vorhaben ist es nicht. Hier wie wild rumzubölken. Habe ich einen mitgenommen? Nein. Aber ich habe das Bett schön demoliert. Also merken wir uns. Oh, hier haben die aber schön hochgebaut. Das ist leider nicht das, was wir brauchen. Okay, ein TNT haben wir schon mal. Das reicht leider nicht. Wir brauchen eine Iron Forge. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Diamanten sammeln, die er da wegsnackt. Auch 40. Dann kann ich ihre Wolle wegfräsen und dann kann ich einfach einen TNT bauen und die sind weg. Nein, den brauche ich. Wie gesagt, unser Bett steht noch, von daher ist alles offen. Na, jetzt gehen sie in die Offensive, weil sie Schiss haben. Wir müssen die den Hauptkanal unterbinden. Gut, noch ein bisschen. So, nächste Offensive. Item Shop. Klack, klack. Was wir auch machen können, ist ein Iron Golem bei denen platzieren. Dann haben sie erstmal ein Angriffsziel. Oh, diese Werbung nervt. Ist mir egal, wenn ich drauf gehe. Hab ich deren Dings ein bisschen zerbombt? Ja. Okay, Strategie 2 aktivieren. Wir sammeln jetzt erstmal. Sammeln, ach egal. Zu lange warten und wir sind weg. Nein, hier. Alte Strategie. Fahren und Strategie 2 aktivieren. Was ist Strategie 2? Wenn du sie nicht wegbomben kannst, bomb mal hier ihr Weg weg. Und es hat nicht funktioniert. Und er hat mich gekillt. Ahaha. Go, Timo, du schaffst das. Ich unterstütze dich. Aus einer anderen Richtung versuchen wir es mal. Diese Taktik mache ich das erste Mal, dass ich von meinem Diamantenposten aus attackiere. Aber, weil die ihren Weg abgeschnitten haben, mache ich das. Rot lebt nicht mehr, das heißt, wir haben bei Rot ein gutes Vorkommen. Wir müssen jetzt nur bei Blau ein Loch reinschleudern und wir haben wieder einen kleinen Vorteil.
Denn alles, was ich hier schön sammel, kann ich gleich verwenden, um den Gegner zu zermürben. Ihr seht das Prinzip. Bett kaputt machen, Gegner platt hauen. Aber erstmal brauchen wir noch das Upgrade. Was ja keiner kauft, warum auch immer. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen was gesammelt. Ja. Golden Forge. Gib mir mehr. Kram. Und das und das und das noch. So. Feuerball, Junge. Ma. Da fliegt drüber weg. Schade. So ein Feuerball, Junge. Oh, nice. Teamout wieder. Die sind abgelenkt. Da meldet sich mein Handy. So, jetzt komm. Feuerball, Junge. Nice. Komm schon. Wir haben das Bett fast zerbombt. Okay, jetzt wissen wir allerdings. Ja, nice. Gelb, also nur noch unser Bett gibt's. Das heißt Fertile Four Way. Okay, zwei gelbe leben noch, ein blauer lebt noch und wir. Das ist, was wir erstmal machen, ist uns absichern. Emerald habe ich. Ich habe sogar drei. Reicht das für eine Rüstung? Reicht das für eine Rüstung? Nein, dafür brauche ich sechs. Aber es reicht, damit ich mir ein Eimer Wasser oben drauf setzen kann. Beziehungsweise meine Spezialstrategie aus. Sehen kann. Ich mache das Wasser nicht bei mir, sondern beim Gegner. Denn wenn er noch lebt, wird er weggeschwemmt. Easy going. Der Gegner kann nichts mehr machen. Einer lebt noch von denen. Und vier. Ein gelber. Und dann haben wir gewonnen. Nein. Oh. Das hätte so einfach sein können. Oh, wir haben gewonnen. Yay. Cool, wir haben gewonnen und wir sind unsichtbar. Yay, yay, wir haben gewonnen. Danke, dass ihr bei eurer ersten Folge Minecraft Bed Wars dabei seid. Damit bedanke ich mich dabei, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!